Oh, okay. Hups, ich bin jetzt in die nächste Szene gegangen. SpongeBob Schwammkopf, diesmal hast du es zu weit getrieben. Sieh an, sieh an. Seine königliche Majestät lässt sich endlich blicken. Diese Scharlatanin ist in mein königliches Badegemach eingebrochen und hat meine Blasenseife gestohlen. Sie stellte nie eine Gefahr dar, bis du, Naivling, sie dazu befähigt hast. Weißt du eigentlich, wie mächtig sie sein wird, sobald sie genug Gelee hat? Schweig! Ich bin jetzt die Königin der Meere und mit der Macht des kosmischen Gelees werde ich die Meere nach meinen Wünschen umgestalten. SpongeBob, ich dulde deine lästigen kleinen Missgeschicke ja schon seit Jahren, aber jetzt reicht es mir. Deinetwegen wurde ich entführt, musste wieder lernen, wie man spricht, und mein Klo ist mit Gelee verstopft. Genug ist genug. Weißt du was? Es könnte schlimmer sein. Ich nehme einfach den Pömpel. Du bleibst hier, mein zauberhafter kleiner Wutbürger. Du eignest dich wirklich perfekt als mein neues Haustier. Das ist ein interessantes Haustier. Okay, wir machen jetzt anscheinend den Final Boss. Willkommen zurück zu SpongeBob Schwammkopf. The Shake. The Cosmic Shake. Ist das jetzt der Endboss? Nee, oder? Ja, vielleicht schon. Ja, wir sehen gerade mega aus. Ja, beim letzten Mal haben wir alles geholt, was man so holen kann an Münzen und Outfits und allem, ja. Außer eine blöde Seite. Die habe ich nicht bekommen. Und dann bin ich auch so in den Boss gerannt. Und ja. Jetzt sind wir hier und machen einfach Endboss und danach holen wir die letzte Seite. Vielleicht ist es halt nur möglich dadurch, mal schauen. Also, dadurch, dass man den Boss besiegt hat, das kann halt sein. Ich habe sie nicht gefunden. Beim besten Willen nicht. Ja, aber Thaddäus sieht ein bisschen schwierig aus, sag ich mal. Oh. Ja, ich springe, ist doch gut. So, und du springst gleich auch. Ja, sieht aus, ey, ein bisschen gruselig. Und dann halte sie doch auf. Ja, schon süß, als er sich so aufgeregt hat über das, was SpongeBob eingestellt hat. Das, ich denke mir immer die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, ob SpongeBob doch gerade schuld? I don't know. Also irgendwie. Naja. Egal. Alles gut. Oh Gott. Oh Gott. Autsch. Alter, ihr macht hier richtig Welle. Und jetzt? Ich sehe nichts. Da. Da und zack. Lokalheld. Und Tentakelvermeider. Na, es wird so nicht gewesen sein. Ich denke, was kommt jetzt? Katzi? Oh, Thaddäus. Schön, dass du wieder der Alte bist. Was ist passiert? Und warum schmecke ich Gelee in meinem Mund? Das muss ich dir lassen, SpongeBob. Du hast geschafft, woran die königliche Wache gescheitert ist. Du hast Madame Cassandra gefasst. Du hast sie zwar auch erst dazu ermächtigt, uns alle zu vernichten, aber das ist Gelee von gestern. Als Belohnung für deinen überragenden Mut gewähre ich dir noch einen allerletzten Wunsch. Wähle mit Bedacht. Die letzte Haftungsnotiz, bitte. Nach
all dem gibt es nur eine Sache, die ich mir wünsche, und das ist... Das war lustig! Ich wünschte, wir könnten das nochmal erleben! Patrick, nicht! Nicht. Das war der Boss. Nice, das Lied. Aber das... Das war also der Endboss. Das war ja wirklich lame. Aber gut. Natürlich muss ich sagen, es hat überhaupt nichts mit irgendwas zu tun in diesem Spiel, aber Hauptsache das Lied nochmal rein. Damn, okay, da muss ich jetzt ein Fazit machen, also. Das ist, okay, Sweet Victory, na gut, okay, vielleicht hast du schon ein bisschen was damit zu tun. Aber trotzdem, also, das war also SpongeBob SquamQuaff The Cosmic Shake. Ist echt ein bisschen kurz, um ehrlich zu sein. Also, ist auf jeden Fall kürzer als ich dachte, weil... Das Backtracking zähle ich nicht, das ist nicht schön gewesen, das war wirklich ein bisschen boring, weil alles schon mal gesehen, nichts Neues, man musste einfach genau das gleiche Level nochmal machen. Das finde ich nicht gut. Aber, also... Ja, ich meine, die Welten waren sehr schön, das muss ich sagen, die Welten waren auf jeden Fall sehr schön gemacht und, ja... Es gab irgendwie Jump'n'Run technisch so ein paar Sachen, wo ich so bin, so, nicht so gut. Aber ich habe auch nicht mit sowas gerechnet, also war auch Rehydrated schon nicht. Rehydrated war nicht so ein Odyssey oder sowas. Sondern eher halt so ein SpongeBob-Spiel. Ich glaube, mit ein bisschen mehr Zeit hätte man da mehr rausholen können. Glaube ich. Weiß ich nicht. Finde ich, habe ich jetzt das Gefühl. Ja. Aber an sich, also die Welten, die es gab, die waren schon ganz schön aufgebaut. Haben auch Spaß gemacht, die Story war gut, die Animation fand ich auch ganz nett, die Stimmen, also der Dialog. Ja. War schon ganz lustig. Die Bosse waren echt leicht, im Gegensatz zu Rehydrated. Da waren die definitiv schwieriger. Ja, und sonst, ich habe das Gefühl, Speedrun-mäßig kann man da noch ein bisschen was rausholen. Aber wahrscheinlich auch nicht allzu viel, weil man doch, weil es doch sehr, ja, streamlined ist. Ne? Also, Rehydrated war ja wirklich sehr Open World und das Spiel war ja komplett offen, so. Das hier eher nicht. Leider. Also irgendwie, ja, das war halt eher so, ne, man folgt einfach einem Weg. Dann gibt es halt so ein paar kleine, ja, Änderungen so hier und da. Darf ich das Lied überhaupt... Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass das Lied jetzt hier alles claimt und so. Das wäre halt super dumm. Aber, na gut, wir werden sehen. Ja, echt... Ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Hätte man auf jeden Fall mehr rausholen können. So mit dem Movement ist okay. Hat Spaß gemacht. War, wie schon gesagt, habe ich ja gesagt, war ja richtig smooth immer. Manchmal habe ich gesagt, es läuft wie am Schnürchen. Und es lag einfach daran, dass man so viel schön, dass die Sachen so gut ineinander überflossen und man konnte alles ineinander wegmachen und man konnte sich gut bewegen. Das war schön. Oh Gott, ey, das Lied. Ich weiß noch genau, wie ich einfach auf meinem... Ich weiß gar nicht, CD-Player oder Kassette, ich glaube, es waren dann schon CD-Spieler. Und wo ich in dem Hörbuch, was ich von dieser Folge hatte, immer das angemacht habe. Also die Stelle, und dann immer zurückgespult hat, wenn er wieder angefangen hat zu erzählen, einfach damit ich dieses Lied höre. Das war gut. Ja, also voll mit Anspielung. Fast zu viel, dass ich mir so denke, so, ja... Geile Serie, absolut, vor allem natürlich die ersten drei Staffeln, mega, aber
ein bisschen Eigenleistung hätte auch dem Ganzen ganz gut getan. Und ja, ich meine, das hat das Spiel natürlich auch. Aber, ne, ihr wisst schon, noch ein bisschen mehr. Ein bisschen eigener Stuff, dass man sich nicht so komplett auf dieses Nostalgie-Ding, naja, beruht. Hätte mich gefreut. Ja. Da haben wir schon doch ein paar mehr Old Man Jenkins. Ja, dass es komplett gevoiced war, fand ich richtig gut. Also das fand ich mega, dass man einfach echt überall, ja, egal wo man hingegangen ist, alle waren eingesprochen, komplett auf Deutsch. Das war cool, das war gut. Ging wahrscheinlich schon ein bisschen Budget drauf, aber ja, das fand ich cool. Ja, und sonst, ja, wie schon gesagt, Backtracking war kacke. Das fand ich wirklich nicht so schön. Auch, dass man erst später manche Sachen bekommen hat. So, man war schon am Backtracken, ist schon einmal durchs Level gegangen. Und dann waren die so, hey, hier ist noch was. Wollt ihr das nicht auch mal holen? Da dachte ich mir so, okay. Ja. Okay, ich hör auf zu dancen. Naja. Aber das muss ja auch einfach nicht sein. Ne? Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob diese Münzen auch für irgendwas gut sind. Aber wir haben hier schon fast alle Kostüme freischalten können durch die Münzen, die man einfach auf dem Weg sammelt. Also eigentlich kann man das rauslassen. Kann man komplett weglassen. Das ist nicht so viel los. Und jetzt fängt sich doch von vorne an. Kann man irgendwie. Nee, ne? Ja, okay, ich überspringe jetzt mal hier die Credits. Eine Stunde später. Ey, Auszeichnung frei. Reise in die neue Welt haben wir anscheinend immer noch offen. Aber was soll das denn heißen? Jetzt neue Kostüme. War das? Doch, nee, das war schon da. Ja, okay. Es hat anscheinend nicht kein. Ist das verglitscht? Weil es ist ja immer noch die gleiche Welt. Das ist ja irgendwie schlecht, oder? Ich dachte nicht, dass das auch verglitscht ist mit dem letzten. Dass hier irgendwas nicht erschienen ist. Weil immer noch steht Reise in die neue Welt. Und das wäre ja richtig doof. Naja, ich glaub's jetzt einfach mal nicht, aber. Ich denke, ich gucke jetzt einmal nach. Oh, doch, warte, hier, so. Oh, muss ich aufpassen. Ah, ich glaube, ich hab's. So. Oh Mist. Jetzt habe ich's vermasselt, oder? Hä? Dann muss ich das Einhorn nehmen, wirklich. Ich nehme das Einhorn. Ich lade wohl einmal neu. Oh. So. Ja. Ja, ich hab's. Sehr gut. Nice, das hab ich doch noch gefunden. Das freut mich sehr. Dann muss ich damit hin zu Patrick. All deine riesigen Klebezettel sind wieder da, wo sie sein sollen. Wo ist mein riesiger Kugelschreiber? Ta-ta-ta. Und das bringt. Oh, boah.
Alter, jetzt hat er sogar das auf dem Kopf. Autsch. Okay, also das war's jetzt, oder was? Wir haben es jetzt, also das Hauptziel ist anscheinend verglitscht, weil weiß nicht, was das mit der neuen Welt soll. Naja, gut, okay, also das scheint es gewesen zu sein, denke ich. Ich wusste auf jeden Fall nicht, wie ich das Hauptziel wegmache. Und ja, an sich, wir haben ja alles, ne? Also sehe ich jetzt nicht, was da noch fehlen kann. Naja, also danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann... was ist mit dem Gespenst los? Also, ja, sehen wir uns vielleicht ja bei einem nächsten Spongebob-Spiel irgendwann. Also, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer ja, vielen Dank und ciao, Bruder, I guess.